Gefühle und Staatsgewalt. Ist es eigentlich einzusehen, warum nur die Gefühlsbeeinträchtigung durch Worte und Schrift unter Strafe gestellt wird? Es gibt ja mehrere Gesetze, die speziell auf den Schutz von Gefühlen abzielen. Etwa, dass religiöse Menschen das Gefühl einer berechtigten Verärgerung nicht erleiden dürfen. Wenn nun Gefühle also geschützt werden müssen, warum dann nur solche, die durch Worte verletzt wurden? Schließlich gibt es jede Menge andere Methoden, die Gefühle anderer zu verletzen. Was etwa, wenn jemand magersüchtig ist und die Angehörigen damit zur Verzweiflung treibt? Denn es ist nicht leicht mitzubekommen, wie jemand direkt vor dir verhungert. So etwas ist eindeutig eine Beeinträchtigung von Gefühlen. Was wäre also naheliegender, als ein entsprechendes Gesetz zu machen und sobald jemand herumhungert und damit Gefühle verletzt, einfach die Polizei zu rufen und ein Verfahren zu eröffnen. Immerhin, es wurden Gefühle verletzt, das darf nicht sein. Warum diese Diskriminierung von Gefühlen? Diese verletzten Gefühle sind geschützt, andere nicht? Nach welchen Kriterien passiert sowas? Welche Kommission entscheidet darüber? Welche verletzten Gefühle sind unwichtig und welche nicht? Kann es etwas sein, dass die Religiösen eine stärkere Lobby im Parlament haben als die Angehörigen von Magersüchtigen und deswegen deren Gefühle stärker geschützt werden? Ist das fair?